Aber ich sehe jetzt keine Bewegung mehr. Ach man, meine Streichhölzer sind auch kaputt. Alles. Mein ganzes Essen. Ah. Ich möchte das essen. Achso, ich muss das ja erstmal aufmachen. Ich kann das nicht aufmachen. Ne? Wie war das? Wir sind auf dem Surfer. Erst schießen, dann fragen. Dann fragst du noch, gibt's Granaten? Ja, was denn? Oh, fuck. Da ist gerade die Verbindung weg. Ich hab den gerade gesehen. Jau! Tot? Verflucht, nee, ich lebe noch. Der ist im zweiten Fenster. Also in dem mittleren. Ja, ich bin tot. Verdammt. Also richtig tot? Mausu tot? Ja, du bist tot. Nicht schon wieder. Der schießt immer noch. Jetzt hab ich auch noch ein rotes Kettchen. Ich komme da nie wieder so schnell an das Airfield darin. Ich warte so lange, bis der hier runterkommt. Ich schieße ihn dann über den Haufen. Ich versuche einen Neustart, okay? Okay. Weil das hilft ja nichts. Ich kann jetzt hier sitzen und warten. Ich glaube, der kommt jetzt runter. Ja, vielleicht dachte er, es wäre nur eine Person. Ja, vielleicht denkt er, dass ich auch tot bin. Oder das, ja. Ich hoffe, der hat nicht gesehen, dass ich hier irgendwie... Oh, ich bin scheiße so aufgeräumt. Aufgeräumt bin ich! Der muss natürlich wieder so eine automatische Piff-Puff haben, ne? War ja klar. So. Ich bin gleich da. Toll. Der fühlt sich hungrig. Gleich zu Beginn. Wo zum Henker bin ich jetzt hier? Der ist immer noch da oben. Warte, wo war die Sonne? Die Sonne ist da. Wenn ich in die Richtung laufe, dann laufe ich zumindest mal in die Richtung, in die ich gestorben bin. Hattest du irgendwas Besonderes dabei? Die ich gesehen habe. Essen. Ja, das ist jetzt eh hin. Nix, eigentlich nichts Besonderes. Okay. Also jetzt. Spezielle Waffen. Die Ferngläser waren eigentlich ganz interessant. Ich glaube, die findet man aber relativ oft. Also damals. Dummholz. So, was ist los, Schnucki? Zeig dich nochmal. Komm mal hier runter. Hol dir dein Loot ab. Und dann gibt's erstmal einen mit dem Bolzen. Zeit habe ich nicht. Also da ist, ich habe ein Straßenschild gefunden, das ist ja schon mal von Vorteil. Ach Gott, bis ich das da jetzt entschlüsselt habe, was das heißt. Ne? Gib mal noch irgendwas. Was mache ich denn jetzt? Da bewegt sich was. Okay, ich habe gefunden, wo ich bin. Ach du Schande. Der holt sich ja noch nicht mal sein Loot ab. Was ist denn das für ein Penner? So, also wenn da die Sonne untergeht, dann muss ich... Ich weiß auch nicht, was er da fabriziert. Gott. Ich laufe jetzt einfach mal in eine Richtung. In der Hoffnung, es ist die richtige. Also ich sehe, dass er sich da oben in dem Fenster bewegt. Das ist ja schon mal gut, dass er sich bewegt. Dann weiß er ja, dass er da ist. Und er schießt. Und nicht woanders. Wohin auch immer. Ja, der hat, nachdem ich gestorben bin, auch 2-3 Mal noch auf mich geschossen. Weiß nicht, vielleicht... Man kriegt es ja nicht angezeigt, von wegen, dass man tot ist. Also, dass der andere tot ist. Vielleicht hat er Schiss. Ja, vielleicht weiß er einfach nur, dass ich noch hier bin irgendwo. Die feige Drecksau.
Ich krieg das aber auch nicht hin, wenn ich mich jetzt da hinhocke und auf den ziele. Ich bin dann tot, der ist schneller als ich. Das ist viel zu weit entfernt. Ich gehe davon aus, dass der ein Fernrohr an der Knifte hat und deswegen das sehen kann. Meine Hoffnung wäre jetzt, dass ich von hinten quasi an das Ding rankomme und irgendwo noch eine Knarre finde. Der schiebt da Dann oben könnte. echt voll die Party. Der ist nicht am Hinknien, der ist nicht am Bücken, der ist am Hin- und Herlaufen. Der schießt auf irgendjemanden. Oh Mann. Wie der da rumzappelt, ey, das ist echt Knüller. Wo bist denn du? Kannst, also gerade eben war ich bei. Muss ich die Karte nochmal groß machen, dass ich da lesen kann, wie es hieß. Na, wie hieß denn das jetzt nochmal? Im Osten auf jeden Fall. Relativ weit entfernt. Ja gut, dann versuche ich den einfach niederzuschmettern. Mit meinem Bolzen. Und wenn ich dann tot bin, dann bin ich halt tot. Ist halt so. Ja, also es ist ein ziemlich weiter Weg, den ich brauche von da, wo ich bin, bis. Na, ich lass mal kurz rechnen. Ist halt nur ein mega beschissener Winkel. Also im Rennen bräuchte ich eine halbe Stunde, bis ich da Ja bin, gut, dann. laut Anzeige. Dann warte noch. Dann versuche ich den da jetzt irgendwie. Aber meine Sachen. I feel thirsty. Ja, du bist gleich tot, Mädchen. Das ist halt mega beschissener Winkel, bei dem ich jetzt bin. Ja. Das ist da oben. Mal davon abgesehen, dass du jetzt nicht sonderlich gut zielen kannst mit dem Teil, Ja, ne? ja. Kannst grob in die Richtung schießen, aber ob es da. Jetzt wäre wieder gut gewesen, weil der switcht immer zwischen zwei Fenstern. Jetzt ist der mir aber zu hektisch da. Jetzt guckt er wieder nur aus dem einen Fenster. Wenn ich nämlich jetzt gleich rausgehe, jetzt guckt er wieder. Oh, ich trau mich nicht. Schade, hier in der Scheune war keine Waffe. Vielleicht ist Beim da noch nächsten was. Mal, wenn der wechselt, guck ich nochmal. Also versuche ich es dann. Ach, das ist doch blöd, echt. Nicht getroffen. Ja, problematisch ist ja jetzt halt nur, dass du dem quasi verrätst, dass du noch da bist. Ja. Ich bin wieder in irgendeiner Stadt. Ups! My leg is extreme pain! Ich bin tot. I can feel drip, blood drip. Ja, ist doch gut, ey! Bitte. Ich bin hungrig. Ja, gut. Neustart! Ja! Yay, tot! Ich hab einen Shop gefunden. Ne, es ist kein Shop. Es ist ein Krankenhaus. Wir haben halb. Ich bin irgendwo in einem Krankenhaus. Ich guck mal jetzt gleich in 17 Sekunden, wo ich bin. Und dann gucken wir mal, wenn das nicht allzu lange dauert, um uns zu finden. Dann können wir uns ja noch finden. Ja. Und dann machen wir Schluss. Haben wir ja viel geschafft, ne? Ja. Banane. Oh, ich bin schwarz und ich bin ein Kerl. Und ich bin mitten in der Pampa.
Ich bin schwarz und ein Kerl. Warum magst du mich nicht? Weil du schwarz bist. Was ist denn das überhaupt für ein Langweiler? Der sitzt den ganzen Tag da oben drin und schießt Leute ab. So. Ich glaube, ich bin in dem Dorf, wo wir von Haus zu Haus gelaufen sind, als so feste geregnet hat. Und da ist ein Zombie. Okay. Aber ich dir. Ja, die hören sich echt niedlich an. So. Ich kann's nicht lesen. Opa! Irgendwas mit Opa. Irgendwas mit Opa? Muss nochmal in die App rein. Ist doch gut. Wie die ausrasten. Upp. Such du mal, ich sag dir dann, das Problem ist, ob ich in der Nähe stehe. Ich habe einen Zombie hinter mir. Upp no Bay. Upp no Bay. Oh. Ich hätte da schon mal eine Knifte gefunden. Die will er aber irgendwie nicht. Oh, no Bay. Jetzt. Okay. Ist der Heini da hinter mir? Das ist gut. Und zwar bin ich bei in der Nähe von. Also zwischen Solnitschny und Nitznoi. Wo war Solnitschny jetzt nochmal? Da, okay, und Nitznoi, okay. Und da ist dieses Orlewetz. Ja, da bin ich. Also wir sind etwa 22 Minuten Sprint voneinander entfernt. Ja, so hätte ich das jetzt auch gesagt. Ich würde sagen, ich lege mich hier irgendwo pennen und wir suchen uns dann ja. In der nächsten Aufnahme. Das können wir gerne machen, ja. Gut, lege ich mich ja schon mal hin. Ich durchsuche noch das Haus hier und dann werde ich mich auch hinschmeißen. So. Oh, das war ja wieder super Aufnahme. Ist super geil. Das hat echt gut geklappt. Ja. Mhm. Sehr gut. Dieses Arschloch. Ja. Ich den ganzen Abend da oben drin, die nichts anderes machen, als Leute abzuknallen, die da zufällig vorbeikommen. Ach, dem geht dabei einer ab. Ja. Ganz bestimmt. Ich glaube auch. Und wenn nicht, dann hilft er nach. Ich will es mir jetzt nicht vorstellen. Nein. Oh, ich habe eine Polizeistation gefunden. Hm. Super. Ich durchsuche die dann noch schnell, ne? Das ist nicht dein Ernst, oder? Einfach beendet. Zack. Ah, schön. So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe vergessen, Tschüss zu sagen. Ihr seht jetzt auch kein Bild mehr. Das ist mir egal. Das war irgendwie, weiß ich nicht. Komisch. Dann sag ich jetzt halt nochmal Tschüss.
Ja, Dominik wird da jetzt noch schön alles durchsuchen bei sich, schätze ich mal. Oh ja. Oh Oh ja, so ein bisschen noch, ne? ja. Und ja, ich hoffe mal, euch hat die Aufnahme gefallen. So toll, wie wir hier überlebt haben. Ja, und ich hoffe mal, wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme wieder. Tschüss. Tschüss.